Ich habe viele Medikamente ausprobiert, die ich nachher zum Schluss geschluckt habe, als wenn gar nichts ist. Ich musste 3 kalte Entzüge durchgehen. Das war schon krass. Da ist die ganze Palette ausprobiert worden, von Ibuprofen bis hin zu Tramadol, Valeron, eben halt die gängigen Schmerzmittel, die die Ärzte halt verschreiben. Da hat sich ja bei mir herausgestellt, dass ich eine Niereninsuffizienz entwickelt habe. Durch die Nebenwirkungen, durch die Medikamente? Durch die Medikamente, ja. Von dem freiverkäuflichen Melatonin, Extremsport, Ausdauersport, Hochleistungssport habe ich alles durch. Akupunktur, verschiedene Therapien, Gesprächstherapien und so. Ich bin jetzt seit über 4 Jahren Cannabispatient und mir geht's damit sehr gut. Viele Leute sagen, Mensch, Manu, du läufst wieder. Also ich war wirklich über Jahre an einem Rollstuhl gefesselt, es ging gar nichts. Ich habe früher viel Chemiedrogen genommen, der Suchtdruck ist komplett weg. Also ich bin komplett clean von allem. Ich nehme nur noch Cannabis zu mir, besser ging es mir noch nie. Ich leide an schweren Depressionen, ich leide an Panikattacken, ich habe Schlafstörungen und auch mit vielen Ängsten zu kämpfen. Das Cannabis gibt mir einfach die Stärke, die Reststärke, die ich irgendwie noch brauche, um meine Krankheiten im Alltag zu integrieren und dass die mich nicht komplett übernehmen. Ich sag mal, wenn ich auf das Medikament verzichten würde, würde ich es nicht mehr schaffen. Zu arbeiten? Zu arbeiten, ja. Also ich bin im Prinzip nach vorne gebeugt gelaufen und heute laufe ich aufrecht. Ich habe ja seit Beginn der Therapie mindestens das Doppelte bis Dreifache an Lebensqualität wieder zurückgewonnen. Ein wichtiger Hinweis. Cannabis solltest du nur unter medizinischer Aufsicht zur Therapie von Erkrankungen verwenden. Sprich mit deinem Arzt oder Apotheker, um sicherzustellen, dass die Behandlung für dich geeignet ist und um Nebenwirkungen zu vermeiden. Medizinisches Cannabis ist kein Allheilmittel und sollte immer verantwortungsvoll und nach ärztlicher Verschreibung genutzt werden. Diese Folge wird unterstützt durch die Reichweite des Deutschen Hanfverbands. Willkommen zu unserer zweiten Folge der 16-teiligen Aufklärungskampagne über medizinisches Cannabis. Heute tauchen wir tiefer ein und schauen uns an, bei welchen Diagnosen Cannabis aktuell zur Therapie eingesetzt werden kann und bei welchen nicht. In dieser Folge sprechen wir gleich mit mehreren Patienten, die Cannabis aus unterschiedlichen Gründen als Medikament verwenden. Sei es bei rheumatischen Erkrankungen, bei Schlafstörungen, bei Schmerzsyndromen oder zur Behandlung von psychischen Leiden. Doch bevor wir mit den Patienteninterviews starten und die möglichen Diagnosen vorstellen, haben wir uns in der Kieler Innenstadt umgehört. Wir wollten von euch wissen, welche Erkrankungen ihr mit einer Cannabis-Therapie in Verbindung bringt. Lass uns mal gleich zum ersten Interviewpartner gehen, und zwar ist hier ein CBD-Store. So, was glaubst du, bei welchen Diagnosen medizinisches Cannabis zum Einsatz gebracht werden kann? Es kann gegen Schlafstörungen helfen, es kann gegen Krebs helfen. Also es ist ziemlich vielfältig, was diese Sache angeht. Was glaubt ihr, bei welchen Diagnosen medizinisches Cannabis zum Einsatz gebracht werden kann? Auf jeden Fall ADHS, weiß ich. Irgendwas, wo man grundsätzlich vielleicht unruhig ist. Wie heißt das denn noch medizinisch? Parkinson. Parkinson. Wahrscheinlich bei Depression. Cancer. Wo man sich entspannen soll. Ich schaue so bei Krebs vielleicht. Dürfte ich eine kurze Frage stellen? Nein, auch okay. Nee, wir müssen weiter. Nein, danke. Dürfen Sie nicht, danke. Okay, schönen Tag trotzdem. Was glauben Sie, bei welchen Diagnosen medizinisches Cannabis zum Einsatz gebracht werden kann? Also auf jeden Fall bei obstruktiver Schlafapnoe-Syndrom. Alles, was mit Schmerzen zu tun hat. Also eben jetzt zur Beruhigung, glaube ich, helfen. Die auch ganz doll Rheuma haben, dass die eben schmerzbefreiter sind. Ich könnte mir vorstellen, mal Krebs vielleicht. Vermutlich bei Tourette. Ich glaube, bei manchen Krebsarten wird das auch verwendet. Gibt es auch Diagnosen, wo es nicht passt? Weiß ich nicht. Hab mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Ich glaube, ADHS ist doch falsch. Eigentlich nicht, ne? Irgendwas Psychisches, dass es das dann noch verstärkt. Allergien? Ja, mir fällt kein weiterer Punkt ein eigentlich. Also Cannabis ist für mich nicht so ein Thema. Nach den Eindrücken aus der Kieler Innenstadt möchten wir euch nun eine Familie vorstellen, die aus verschiedenen Gründen medizinisches Cannabis nutzt. Die Mutter leidet unter rheumatischen Erkrankungen, der Vater hat chronische Rückenschmerzen nach einem Bandscheibenvorfall und ihr Sohn nutzt Cannabis zur Behandlung von Schlafstörungen und Reizdarm. Schauen wir uns an, wie Cannabis ihnen im Alltag hilft. So, wir sind jetzt heute hier bei einer Familie zu Gast, die nutzt medizinisches Cannabis auch als Medikament. Wir haben einmal den Sohn, den Noel, die Mutter Manuela und den Vater Jens. Wer war denn von euch eigentlich als erstes Patient? Ich. Du. Ich muss sagen, ich verdanke Noel, dass ich überhaupt Cannabis genommen habe. Also, dass ich Cannabis-Patient geworden bin, weil er hat das all die Jahre mitgekriegt.
Und er hat immer gesagt, Mama, probier's. Ich war der Skeptiker. Ich war richtig quer dagegen. Ja, du warst eigentlich schon immer ein Skeptiker, allgemein gegen Cannabis. Ja. Er hat immer früher zu den Kindern gesagt, wer Cannabis nimmt, kann seine Sachen packen oder Drogen nimmt, kann Sachen packen und kann gehen. Und als ich dann Cannabis-Patient wurde, dann habe ich zu ihm halt auch gesagt, ich sage, ich muss jetzt auch meine Sachen packen und gehen. Da sagt er, nee, das ist ja was anderes, du nimmst ja medizinisches Cannabis. Ihr nutzt das alle aus einem verschiedenen Grund, ja, jeder hat eine eigene Diagnose. Was ist es jetzt in deinem Fall, Jens? Warum nutzt du Cannabis als Medikament? Bei mir ist die Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle. Mittlerweile sind es 8 Stück. Wow. Die sind zum Teil sehr schmerzhaft durch die lange Montagearbeit draußen im Kalten und Nassen. Und was ist es bei dir der Grund? Auch als Schmerzpatient aufgrund von multiplen Arthrosen bzw. Rheuma. Und durch dieses Rheuma hat sich bei mir auch eine Polyneuropathie entwickelt, die ich auch anhand von dem Cannabis eigentlich belegen kann. Welche Darreichungsform nutzt ihr beide? Tropfen. Mhm. Das ist ein Vollextrakt. 50% THC, 50% CBD. Ich nehme auch die Tropfen und nehme seit einigen Monaten jetzt noch zusätzlich die Blüten. Und zwar tue ich MTX-Spritzen und es ist halt ein Chemopräparat, treten halt Übelkeiten auf. Und wenn ich halt verdampfe, habe ich 10 Minuten danach, ist die komplette Übelkeit vorbei. Und es hat sich auch als Nebeneffekt noch herausgestellt, dass es gut für Asthma ist. Was habt ihr dann im Vorfeld schon alles ausprobieren müssen? Da ist die ganze Palette ausprobiert worden. Angefangen von Ibuprofen bis hin zu Tramadol, Valeron. Eben halt die gängigen Schmerzmittel, die die Ärzte halt verschreiben. Ist ja bei mir herausgestellt, dass ich eine Niereninsuffizienz entwickelt habe. Durch die Nebenwirkungen, durch die Medikamente? Durch die Medikamente, ja. Okay. Und die haben wir dann abgesetzt und haben das durch Cannabis ersetzt. Und seitdem läuft das eigentlich sehr viel besser. Also die Niereninsuffizienz hat sich wieder zurückgebildet. Leicht zurückgebildet. Leicht zurückgebildet. Die Medikation hat sich auch verändert. Über den Tag verteilt habe ich jetzt nur noch 2 Medikamente. Und hast dadurch eine Rücken-OP vermieden? Also er sollte operiert werden am Rücken. Sollte steif gelegt werden, ja. 4-5 Stunden, ohne zu wissen, wie die Diagnose ist. Da habe ich gesagt, ich habe ein dummes Bauchgefühl, möchte ich nicht. Und dann habe ich erst mit einem Schmerztherapeut gesprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das Cannabis aus. Und er hat damit eigentlich sehr gut angeschlagen. Vor der Cannabis-Therapie, also mit den Tabletten, das macht doch schon, wenn es, sagen wir mal, hochdosiert ist, ganz schön Matsch im Kopf. Die Tropfen lässt man auf der Zunge zu gehen und fertig. Ich sag mal, wenn ich auf das Medikament verzichten würde, würde ich es nicht mehr schaffen. Zu arbeiten? Zu arbeiten, ja. Also ich bin im Prinzip nach vorne gebeugt gelaufen und heute laufe ich aufrecht. Wie ist das bei dir jetzt gewesen? Also das rechte Knie ist mittlerweile 16 Mal operiert worden. Ist irreparabel, geht gar nicht mehr. Ich habe viele Medikamente ausprobiert, die ich nachher zum Schluss geschluckt habe, als wenn gar nichts ist. Ja, das ist, hat keine Wirkung mehr gehabt, aber ich musste 3 kalte Entzüge durchgehen. Das war schon krass und auch in der Schmerztherapie habe ich gesagt, ich habe schon 2 Entzüge durch, ich will nicht nochmal. Musste trotzdem das Medikament wieder ansetzen, weil sie haben gesagt, Cannabis gibt's nicht. Also Morphium hätten sie mir sofort aufgeschrieben, ohne Probleme. Aber Cannabis gibt nicht, es wirkt nicht und muss jetzt halt doch sagen, ich bin jetzt seit über 4 Jahren Cannabis-Patient und mir geht's damit sehr gut. Ich habe immer gesagt, wenn ich Cannabis konsumiere, ich brauche einen klaren Kopf, weil ich als Fußpflegerin arbeite, das heißt mit Skalpell, ich arbeite an Patienten bzw. an Kunden, ich kann mich nicht berauschen. Ich habe an dem Cannabis bisher nichts gefunden, was negativ ist. Viele Leute sagen, Mensch, Manu, du läufst wieder. Also ich war wirklich über Jahre an einem Rollstuhl gefesselt, es ging gar nichts. Mit Cannabis kann ich wieder zwar kurze Strecken, aber ich kann wieder ein paar Schritte gehen. Und Noel, du bist ja jetzt auch Patient, ne? Ja. Du hast ja auch deine eigene Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen noch eine Runde spazieren und du erzählst mir mal, warum du medizinisches Cannabis nutzt und vor allem, wie es dir seither geht. Gerne. Dann gehen wir. Gut. Okay, viel Spaß. Ja, Noel, jetzt sind wir ja ein bisschen spazieren gegangen und meine Frage ist jetzt eigentlich konkret, warum nutzt du eigentlich medizinisches Cannabis? Es war bei mir eine sehr lange Leidensgeschichte. Ich habe seit schon mehr als 10 Jahren sehr schlimme Schlafstörungen. Habe auch nach einer längeren Zeit gemerkt, dass ich meinen Reizdarm, also das heißt, ich bekomme sehr oft Krämpfe
die auch schon ja, als kolikartig manchmal zählen können. Ja, das ist so aktuell das, was ich aktiv behandeln kann und was mir auch sehr gut dabei hilft. Aber was hast du denn im Vorfeld schon alles ausprobieren müssen jetzt gerade speziell auch, bis du Patient werden konntest? Also die erste Sache, die ich ausprobieren musste, war natürlich Zopiclon. Das war ja leider so eine Vorgabe, dass ich die Therapie anfangen durfte. Ich habe meinem Arzt eine große Excel-Liste gegeben mit Themen, die halt, die ich durchgemacht habe. Ich habe von dem freiverkäuflichen Melatonin über Pilotentrainings, wo man immer versprochen bekommen hat, dass man schnell schlafen kann, über Extremsport, Ausdauersport, Hochleistungssport, habe ich alles durch. Und ich habe immer gemerkt, so okay, es bringt was, aber auch nur in einem gewissen Level. Also seit Tag 1 muss ich definitiv sagen, ich schlafe wieder gut und natürlich ein mangelnder Schlaf zieht sehr viele Probleme mit sich mit. Das ist halt das Reiz, damit ist auch wahrscheinlich daraus entstanden, dass ich nicht gut geschlafen habe oder teilweise auch mal bis zu 60 Stunden gar nicht geschlafen habe, weil mein Kopf einfach nur noch komplett durchgedreht ist. Ich habe seit Beginn der Therapie mindestens das Doppelte bis Dreifache an Lebensqualität wieder zurückgewonnen. Ja, schön zu sehen, dass es euch auch als Familie hilft, gerade speziell die Cannabis-Therapie im Vergleich zu den anderen Therapien, die ihr schon ausprobiert habt. Natürlich haben wir als kleines Dankeschön für jeden unserer Gäste ein Goodiebag von unseren Sponsoren und Partnern. Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung. Jetzt sprechen wir mit einer alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern, die aufgrund von Panikattacken, Ängsten und Schlafstörungen auf Cannabis als Therapieoption zurückgreift. Sie erzählt uns, wie das Medikament ihren Alltag verändert hat. Warum nimmst du denn eigentlich das Cannabis und was hast du dann im Vorfeld alles ausprobieren müssen, um dahin zu kommen? Ich leide an schweren Depressionen, ich leide an Panikattacken, ich habe Schlafstörungen und auch mit vielen Ängsten zu kämpfen. Ich habe nämlich wirklich davor auch einiges ausprobiert. Akupunktur, verschiedene Therapien, Gesprächstherapien und so. Also meine Ärzte, bei denen ich damals war, die haben das nicht verstanden. Die konnten damit nicht umgehen. Und ich wollte mir dann hier einen Arzt vor Ort suchen, der mich mit Cannabis wirklich therapiert. Und jetzt habe ich einen gefunden, der ist 10 Minuten mit dem Auto von mir entfernt. Ach, schön. Ja, also ich konsumiere Cannabis schon sehr, sehr lange. Die Cannabis-Therapie an sich mache ich jetzt seit knapp einem Jahr. Ich setze mich einfach schon seit Jahren mit dem Thema Cannabis auseinander. Ich schreibe seit 7 Jahren Texte und auch schon davor habe ich sehr, sehr viel Interesse an der Pflanze gehabt, einfach weil ich gemerkt habe, wie gut mir das Ganze tut. Du therapierst dich ja schon seit längerem damit. Was würdest du sagen, hat Cannabis so in dein Leben gebracht? Wie geht's dir jetzt mit dieser Therapie? Ich bin fit. Ich kann mein Leben einfach komplett meistern. Ich bin Mutter. Ich bin alleinerziehende Mutter mittlerweile von 2 kleinen Kindern. Ich bin selbstständig, habe ein großes Haus, habe einen großen Hof. Und das Cannabis gibt mir einfach die Stärke, die Reststärke, die ich irgendwie noch brauche, um meine Krankheiten im Alltag zu integrieren und dass die mich nicht komplett übernehmen. Medizinisches Cannabis bedeutet für mich und meine Diagnosen die Freiheit, damit umgehen zu können und mein Leben weiterhin leben zu können. Ein weiterer Patient berichtet uns von seinem außergewöhnlichen Weg. Nach einer langen Zeit der Drogenabhängigkeit hat er es geschafft, mit Hilfe von medizinischem Cannabis seine Sucht zu bekämpfen und ein neues Leben zu beginnen. Hören wir uns seine Geschichte an. Magst du mal uns und unseren Zuschauern erklären, wie du oder warum du überhaupt zu dem Thema Cannabis gekommen bist? Also was waren die Gründe? Ich habe früher viel Chemiedrogen genommen und der Suchtdruck ist komplett weg. Also ich bin komplett clean von allem. Ich habe aufgehört zu rauchen, zu dampfen. Ich habe aufgehört, Pep zu ziehen, Koks zu ziehen, MDMA zu dippen, Teile zu schmeißen, Alkohol zu trinken. Ich nehme nur noch Cannabis zu mir. Mir geht's besser. Besser ging es mir noch nie. Also ich hatte eine OP gehabt und da habe ich lange Teledin nehmen müssen. Das hat mir sehr auf den Kopf und auf den Magen geschlagen. Dann musste ich Tabletten gegen Tabletten, nur noch Tabletten nehmen. Und ich hatte dann eine Reha und habe gedacht, ja, medizinisches Cannabis könnte ich ja da mal mit einem Arzt besprechen, der weiß, ich habe Probleme. Und nee, also ich wurde da überhaupt nicht ernst genommen. So, ich war dann wie immer direkt der Junkie, der sich betäuben muss. Aber es ist halt keine Betäubung, es hilft mir im Kopf
ordentlich zu sein und jetzt auch meine Schmerzen zu betäuben. Ich mache Sport mittlerweile richtig viel, arbeite jeden Tag. Also ich habe keine ohne Schmerzen zu arbeiten. Was hast du denn der Ärztin offenbart, dass sie da so etwas kritischer reagiert hat? Was waren denn da die Themen? Ja, dass ich halt ein Suchtproblem habe. Sie hatte immer so nachgefragt, ob ich Suchtprobleme hatte. Sie wollte mich dann halt bei dem Leistungsträger anklagen. Das war in dem Moment die Rentenversicherung. Und dann war der Ansporn, ich muss das auf Rezept bekommen. Und wie kam das dazu? Wer hat dir da auf die Sprünge geholfen? Da war ein Cannabis-Patienten, der hat mich an einen Arzt weitergeleitet, hat gesagt, ich soll meine ganzen Diagnosen, alles was ich da habe, soll ich mit dorthin nehmen. Ich dachte, es ist eine harte Prozedur und ziemlich viel Gegenwind, aber es ging tatsächlich. Gerade wenn du es ansprichst, welche Tabletten oder wie viele Tabletten hast du dir denn dann wirklich gespart am Ende? Also meiner Meinung nach Antidepressiva, Schlaftabletten, Pantoprazol für Magenschutz und Tilidin für die Schmerzen. So ist krass. Schön zu hören, dass du 4 harte Medikamente gegen ein Cannabispräparat austauschen könntest und es dir auch so gut damit geht. Ja, also mir geht's besser. In den letzten 20 Jahren ist mir nicht so gut gegangen. Zum Schluss möchten wir euch noch den Blick auf die pharmazeutische Seite der Therapie richten. Wir sprechen mit einem Apotheker, der täglich Patienten mit medizinischem Cannabis versorgt und die Rezepte der Ärzte bearbeitet. Er gibt uns einen Überblick darüber, welche Diagnosen mit Cannabis behandelt werden können und wie Apotheken diese Therapie unterstützen. Hallo! Servus! Wir haben hier im Internet gerade gesehen, dass man bei euch das medizinische Cannabis sich abholen kann. Wir sind als Apotheke spezialisiert in dem Bereich und Medizinalcannabis kann bei uns jedermann mit einem Rezept oder jeder Frau auch mit Rezept bekommen. Was sind so die gängigsten Diagnosen? Das fängt an bei klassischen neurologischen Geschichten, Multiple Sklerose-Patienten, Parkinsonoide-Patienten. Das sind so klassischen Schmerzpatienten von neuropathischen Schmerzen, die sehr schwierig zu erfassen sind mit klassischen Arzneimitteln, psychische Erkrankungen, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss, aber auch da, gerade ADHS, haben wir sehr viele Patienten, wo wir mit bestimmten Strains sehr gut fahren, von Leuten mit Verbrennungsschmerzen, Leuten mit Zoster-Schmerzen, also da ist wirklich in dem Bereich Schmerz, ist wirklich alles dabei. Wir haben viele onkologische Patienten mit einer Krebserkrankung, aber wir haben auch wahnsinnig viele Patienten im Bereich Schlaflosigkeit. Wie ich jetzt herausgehört habe, gibt es tatsächlich nicht nur die klassische Variante von Cannabisblüten als Darreichungsform, sondern auch Öle, ist das richtig? Gibt es da noch mehr außer den beiden? Es gäbe noch die Möglichkeiten, das machen wir bei uns in der Apotheke auch im Labor, eben über die Kutane, also über die Haut, das Arzneimittel zu applizieren. Es gibt die Möglichkeit eben auch vaginal, über Zäpfchen beispielsweise, eine vaginale oder rektale auch tatsächliche Applikation. Das ist noch alles in den Kinderschuhen und wir implementieren das so ein bisschen hier bei uns in der sogenannten Rezeptur. Könnten Sie uns denn auch einmal zeigen, wie medizinische Cannabispräparate gelagert werden hier in der Apotheke? Das können wir auf jeden Fall mal machen. Da müssen wir mal nach unten gehen. Das ist natürlich noch immer ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Also nicht wie hier, dass man das einfach quasi für jedermann sichtbar, sondern das ist nur für pharmazeutisches Personal zugänglich. Da können wir mal runter in die heiligen Hallen. So, und hier unten passiert dann quasi die Magie. Hier wird das Ganze verpackt, nehme ich stark an. Korrekt, richtig. Also hier ist quasi die Abfüllung, wie man so schön sagt, im pharmazeutischen. Früher war das ja Pflicht als Betäubungsmittel natürlich in bestimmten Tresoren einer gewissen Widerstandsklasse. Die haben wir jetzt sehr mühselig hier runtergebracht und jetzt haben wir sie auch. Dementsprechend lagern wir sie auch, was natürlich gut ist. Die sind sehr widerstandsfähig und natürlich auch sehr dunkel. Das heißt, es sind eigentlich optimale Lagerbedingungen für die Blüten. Und deswegen benutzen wir auch immer noch die Tresore und werden sie auch immer benutzen, auch wenn wir es rechtlich nicht mehr müssten. Beispielsweise Tilidin-Tropfen oder Morphin-Ampullen. So war das auch eben mit den Cannabisblüten, nachdem sie aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen worden sind und Cannabisblüten quasi keine Betäubungsmittel mehr sind, sind auch die Lagerungsbedingungen als Betäubungsmittel natürlich entfallen. Bedeutet, theoretisch könnte man auch die Beutel hier einfach oben oder unten lagern. Gibt es denn auch Feedback oder Rückmeldungen von Patienten, wo das nicht gut gewirkt hat oder vielleicht auch gar nicht in Frage kommt, bei welchen Diagnosen? Per se sind solche psychiatrischen Grunderkrankungen erst einmal definitiv
ein Kriterium, dass man sagt, okay, man muss abwägen, ob das eigentlich eine Cannabinoid-Therapie in welcher Form auch immer tatsächlich sinnvoll ist. Das ist ganz typisch. Schwangerschaft braucht man nicht drüber zu reden, das ist ganz klar. Auch Kinder bzw. Heranwachsende, wo das Gehirn noch mitten in der Entwicklung ist, das ist ja die große Debatte. Ich meine, wir haben auch 18-jährige Patienten, die sind super eingestellt, aber auch da bedarf es auch einfach auch nochmal wirklich einem erfahrenen Arzt, der die Therapie dann mit uns gemeinsam mit dem Patienten dann quasi zu dritt sehr empfindlich und behutsam begleitet. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie es in der Apotheke aussieht und bei welchen Diagnosen medizinisches Cannabis zum Einsatz gebracht werden kann. Das war unsere zweite Folge der Aufklärungskampagne über medizinisches Cannabis. Heute hast du einen Einblick über die verschiedenen Diagnosen erhalten, die damit behandelt werden. In der nächsten Folge zeigen wir dir, wie du selber Cannabis-Patient werden kannst. Von der Verschreibung bis zur Auslieferung begleiten wir einmal den gesamten Prozess. Sei dabei, wenn wir zeigen, wie Cannabis zu den Patienten gelangt und welche Schritte dafür notwendig sind. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Wir sehen uns spätestens in der nächsten Folge. Euer Attila. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei unseren Sponsoren und Partnern für ihre Unterstützung bedanken. Ihr Engagement macht unsere Arbeit möglich. Für alle, die uns künftig unterstützen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal, besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.wir-klären-auf.de. Ihre Unterstützung hilft uns, weiter aufzuklären und wichtige Themen zu diskutieren. Und jetzt noch was in eigener Sache. Alle Interviews, die ihr hier auf dem Kanal seht, gibt es bald als Extended-Version auf unserem Hauptkanal Wir klären auf. Abonniere jetzt und aktiviere die Glocke, um keine Updates zu verpassen.